glaube, es ist ein echtes Abenteuer. Wenn man an Tisch zusammensitzt und jemand neu kennenlernt, dann gibt es was tatsächlich Neues zu entdecken. Ich bin die Anna. Freunde wieder zu treffen, die wieder andere mitnehmen. Ich habe den Ras van George mitgenommen. Das ist ein 32-jähriger Koch, aber seine Geschichte ist so berührend. Er war ein Straßenkind in Bukarest, steht jetzt mit 32 da, spricht perfekt Deutsch und hat ein neues Leben begonnen. Es braucht unzählig tausende runde Tische für Österreich, dass sich Leute zusammensetzen und sagen, da gibt es keine Hierarchisierung, sondern da reden wir alle miteinander, was uns erfreut und belastet. Wir haben im Fiegelhaus schon immer den Dialog ganz hoch geschrieben. Aber wir merken einfach in unserer Gesellschaft, dass mehr getan werden muss. Und irgendwie haben wir gedacht, Tischgemeinschaft, face-to-face, auf gleicher Ebene, jemanden kennenzulernen, das macht viel mehr aus, als nur theoretisch zu diskutieren, Gastfreundschaft zu leben. Vor allem freue ich mich drauf, Menschen kennenzulernen, wie zum Beispiel den Ibrahim, der heute sozusagen mein Matchpartner ist gewissermaßen. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, aber ich freue mich einfach, hier zu sein. Also ich glaube, wir werden heute neue Menschen kennenlernen und Gespräche mit denen führen. J'ai rencontré Francesco, Emile et Oscar, que je connaissais pas. Et c'était très intéressant de faire leur connaissance. Das ist ein Fest, das haben wir noch nie gehabt und die Menschen, die können unterschiedlicher nicht sein an den Tischen. Und ja, wir schauen, was können wir für Gesellschaft machen? Wie können wir jetzt auch vorangehen als Initiative? Und nächstes Jahr soll das in ganz Österreich kommen.